Und damit begrüße ich euch zurück zum Tennis Album Manager Nummer 2. Wir sind in der Schweiz angekommen und spielen gegen Anna-Viktoria Gobbi-Monlau. Ich glaube, das ist nicht immer der volle Name. Auf jeden Fall klingt es sehr, als würden wir schon wieder doppelt spielen. Auch wenn wir nur einen Namen vorgelesen haben. Das könnte gut werden. Die Rallye-Fähigkeiten sind sehr, sehr schlecht bei der Gegnerin. Das wird auch wieder ein sehr schlechtes Niveau werden. Die mentale Stärke ist, die Konstanz ist natürlich ziemlich gut. Also wir müssen ein bisschen aggressiver draufgehen. Wir haben allerdings Biene Lisicki jetzt auch schon ein bisschen verbessert. Gute Reflexe hat sie und ist konstant. Wie gesagt, die Werte mental finde ich gar nicht so verkehrt für das Niveau, auf dem wir hier unterwegs sind. Sie ist eine All-Court-Spielerin, wird also auch häufig ans Netz rennen. Sabine Lisicki hat sich leicht verbessert, wenn wir mal da ganz kurz einen Blick drauf werfen. Nummer 908 der Welt. Wir sehen schon, ja, wir sind jetzt hier in einem ordentlichen Bereich. Mental hat das natürlich ein paar Punkte gebracht, aber so kleinere Turniere bringen natürlich auch weniger Punkte, die man dort vergeben kann. Deswegen gibt es hier immer noch einiges zu verbessern. Wir haben uns in der Ausdauer ein bisschen verbessert. Die Kurzzeitform wird noch nach oben gehen, weil wir jetzt ja quasi noch bis Ende der Woche Zeit haben, uns dort zu regenerieren. Ansonsten sind hier, glaube ich, keine Spieler dabei, die man so wirklich kennt. Das wird sich erst in den nächsten Wochen noch verschieben. Dijkman ist wieder mit dabei, die uns ja in der letzten Folge in Runde 1 rausgehauen hat. Im Einzel. Das war trotzdem ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel von unserer Seite. Da werfen wir mal einen Blick drauf. Sie hat es dann in die dritte Qualifikationsrunde geschafft, ist dort aber dann wohl gescheitert. Trotzdem hat sie sich dort in der Weltrangliste jetzt leicht nach vorne gespielt. Also in die Top 600 ist sie vorgestoßen. Ich bin ganz optimistisch, dass wir da vielleicht ja sogar nochmal einen Schritt weiterkommen. Aber wenn die Gegnerin so konstant ist und wir haben ja sehr von den Fehlern auch der Gegnerin profitiert das letzte Mal. So, ja, das hat jetzt nicht ganz so viel gebracht. Naja, egal, wir gehen mal bis zum Match durch und dann müssten wir von der Kurzzeitform aber auch nochmal gestiegen sein. Das kriegen wir aktuell noch nicht so richtig gut hin. Wir sind da jetzt bei 80%, wird dann eher in einem Dreisatzmatch nochmal was ausmachen. Wir können da jetzt nichts einstellen. So, die Gegnerin hat eine sehr, sehr schlechte Vorhand. Also wir spielen also konsequent auf die Vorhand. Wobei, wenn wir da von der sehr schlechten Vorhand reden, reden wir eigentlich auch von unserer Vorhand, muss man auch ganz klar sagen. Sie hat keinen besonders guten Return, das ist auch gut. Lob-Passierschlag wird es bei uns eh nicht geben, weil wir nie ans Netz gehen, außer sie lockt uns natürlich mit einem Dropshot. Den Aufschlag können wir auch ein bisschen attackieren, wir können allerdings von der Taktik immer noch nicht mehr einstellen. Also Aufschlag attackieren können wir gar nicht, wir können nur generell eine etwas höhere Aggressivität einstellen. So, da bin ich gespannt gegen die Argentinierin. Diesmal geht es auf blauen Hardcourt. Die Aggressivität stellen wir ein bisschen höher. Und wir verteilen das Ganze natürlich auch gut und wir spielen quasi nur in die Vorhand, wenn möglich. Und wie gesagt, wir verteilen das ganz gut. Mehr, ja, ein bisschen näher an die Grundlinie vielleicht, weil da eh wenig Wucht kommt bei der Gegnerin. Und die Netzangriffsbereitschaft, die stellen wir deutlich runter. Das wird ein Grundlinienduell werden. Die Gegnerin wird sicherlich häufiger mal ans Netz rennen. Der Return war schon mal nicht schlecht, aber den macht Biene mit der Vorhand weg. Noch nicht ganz so wuchtig, wie sie das später mal in der Karriere machen wird, aber das ist doch schon mal, sieht auf jeden Fall nach Sabine Lisicki aus. Nicht ganz so immens, wie das bei Tommy Haas der Fall ist, den wir einfach 1:1 getroffen haben. So, sehr guter Aufschlag. Der wird auch noch besser werden, da hilft auch der Smiley-Tennisschläger nicht wirklich. Und jetzt spielt sie doch wieder Surf and Volley, was wir ihr eigentlich verbieten wollten. Surf and Volley kann ich ihr nach wie vor nicht verbieten. Sie wird weiter ans Netz rennen. Ich kann es ihr nur in der Rallye verbieten, das zu machen. Ja, der nächste leichte Fehler mit der Rückhand. 15:30. Eigentlich völlig unnötig. Der Aufschlag war schön nach außen. 108 Stundenkilometer schnell. Joa, puh. Ich glaube, der Aufschlag-Weltrekord ist noch ein bisschen weg und da hat man jetzt auch wieder gesehen, die Vorhand, das wird mal die Stärke werden. Das ist sie momentan noch nicht und ich glaube, wir gehen zu hohes Risiko. Mal schauen. Momentan machen wir viel zu viele Fehler. Da kommt sie ans Netz und spielt ihr noch auf die Linie. Und dann sind wir gleich mal gebreakt worden. Im ersten Aufschlagspiel. Ich gehe mal ein kleines bisschen von der Angriffsbereitschaft runter. Wir haben das Return-Spiel verbessert. Jetzt schauen wir mal, wenn der erste kommt. Ja, also zurückgespielt haben wir den. Jetzt wäre die Möglichkeit zum Passierschlag. Und der ist dann ganz knapp seitlich weg. Also Adlerauge bei der Gegnerin.
Das war mit dem bloßen Auge eigentlich gar nicht zu sehen, dass der weggehen wird. Sie spielt viel Surf and Volley und haut die Bälle aber auch auf die Linie momentan. 30-0. Großen Respekt. 30-0. Ein bisschen Glück sicherlich auch mit dabei, aber erstmal haben wir hier gar keine Chance und auch der ist weg. Drei Spielbälle für die Argentinierin. Argentinische Tennisspielerinnen sind mir jetzt gar nicht so ein Begriff. Überlege ja eigentlich immer, ob ich aus der Nation irgendwie einen kenne. Und auch den spielt sie wieder. Ja, der könnte noch gefährlich werden. Zumindest für ein paar vorbeifliegende Tauben oder so könnte der Ball noch gefährlich werden. So, im Return-Spiel haben wir überhaupt gar keine Möglichkeit gehabt. Wieder Surf and Volley. Diesmal allerdings etwas sicherer. Vollendet. Kann auch noch nicht die Aufschlaggeschwindigkeit einstellen oder eben ein bisschen mehr Kick beim Aufschlag. Das wird demnächst dann alles erst passieren. Und der ist auch wieder weg. Sobald die Gegnerin leicht ein bisschen Druck aufbaut, macht Sabine Lisicki den Fehler. Liegt aber auch daran, dass sie deutlich druckvoller spielt als die Holländerin im letzten Spiel. Diesmal ja, jetzt beginnt sie aber auch Fehler zu machen. Den hätte sie jetzt in der ersten Phase noch irgendwie irgendwo auf die Linie gezwiebelt. War aber ein schöner Kickaufschlag auch beim zweiten. Konnte die Gegnerin nicht wirklich Druck aufbauen. Nächster Netzangriff und die Chance zum Passierball war da. Knapp verzogen mit der Rückhand. Unsere Fehlerquote ist zu hoch. Deutlich zu hoch. Ich gehe hier nochmal ein bisschen runter von der Angriffsbereitschaft. Spielen vielleicht auch mal nicht ganz so dicht an die Linien. Versuchen den Ball im Spiel zu halten und auch zu hoffen, dass die Gegnerin mehr Fehler macht. Und da spielt sie wieder Surf and Volley und zwingt die Gegnerin quasi zum Vorhandfehler. Aber wenn der gekommen wäre, dann hätten wir gar keine Chance mehr gehabt. Muss man der Gegnerin aber lassen. Sie bereitet ihre Netzangriffe sehr, sehr gut vor. Und Sabine Lisicki sollte wirklich diese Surf and Volley Nummer einfach lassen. Second Service. Da wieder. Also von der Idee her echt gut mit dem Rückhandslice ins Eck gespielt. Das war so eine typische Rasentaktik, wo der Ball ja quasi gar nicht abspringt, mit dem Slice vor ans Netz rücken, weil der Gegner da eigentlich überhaupt keinen Druck ausüben kann auf das Ganze. Also Gegnerin gefällt mir, Sabine Lisicki bleibt aber im ersten Satz drin, 1-2, Break zurück, Aufschlag der Argentinierin und der nächste Return, der ins Aus segelt. Da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Schöner Slice-Return. Das wäre natürlich auch eine Waffe, mit dem Slice mehr zu agieren. Wollte gerade sagen, eine super Quote beim ersten Aufschlag. Da lässt sich natürlich auch leicht Surf and Volley spielen. Mit dem zweiten traut sie sich erstmal nicht. Und auch der geht ins Aus. Also der Vorhand-Slice-Return war eigentlich eher ein bisschen Hasenfuß, den Lisicki da gespielt hat. Jetzt fängt die Gegnerin an zu wackeln. Spiel ihn einfach zurück. Ohne großes Risiko. Uiuiuiui, der war noch drauf. Hatte die Linie noch. Zwei Breakbälle. Sabine Lisicki. Ah, schade. Möglichkeit war da. Stresslevel ist bei beiden sehr, sehr hoch. Boah, ganz starker erster Aufschlag. 124 Stundenkilometer, nicht so schnell natürlich, aber gut platziert. Zwei Breakbälle einfach so verpufft. Und auch da bewegt sie sich schlecht, Sabine Lisicki. Auch wieder zu häufig in die Rückhand gespielt bei der Gegnerin. Müssen wir gleich nochmal einstellen nach dem Ballwechsel, dass da vielleicht doch nochmal mehr in die Vorhand gespielt wird.
Da ist nämlich schon wieder der Fehler. So, wieder über den zweiten bei Einstand. Na ja, gut, so darf man da natürlich auch nicht returnieren. Das ist dann ganz schwierig. Stresslevel ist trotzdem wieder enorm. Wollte gerade schon sagen, dass der erste Aufschlag kommt, ist quasi ausgeschlossen. Boah, der geht noch auf die Linie. Da ist wieder das typische Glück der Argentinierin. Also so richtig erklären kann man sich das nicht, wie sie manche Punkte macht. Aber sie führt 3:1 und ist sicherlich auch die leicht bessere Spielerin. Trotzdem würde ich das noch nicht abschenken. Gern Zero. Bei eigenem Aufschlag gewinnen wir eigentlich immer mehr an Sicherheit. Vorhand. Natürlich auch eine gute Länge bei der Gegnerin, aber der war definitiv machbar. Eigentlich das ganze Feld offen gewesen. Sehr gut. Hat mit dem Aufschlag schon gut begonnen, mit dem Kickaufschlag, den ich so gerne häufiger sehen würde. Wieder gut antizipiert von der Gegnerin. Also gesehen, dass wir ins Laufen kommen, ans Netz gegangen, Druck gemacht und dann der Vorhand- oder Rückhandfehler ins Netz. Surf and Volley. Solange es erfolgreich ist, natürlich top. Aber eigentlich kann sie es nicht wirklich. Egalité. Auch wieder unnötig, da so einen Druck zu machen. Einfach nur ein bisschen platzieren wäre besser. Und der ist weg. Super. Nächster Spielball zum 2:3 wäre wichtig. Ansonsten ist der erste Satz wahrscheinlich weg, wenn wir da jetzt rausgehen. Schöner erster. Stand die Gegnerin nicht gut zum Ball. Also Victoria Gobbi. Ich nenne sie jetzt einfach mal Victoria Gobbi. Den Namen kann sich ja keiner merken. Und der ist knapp weg. 15-0. Ausbaufähig der Volley der Gegnerin, so ja, lassen wir mal. Da zittert die Hand auch ordentlich. Das Stresslevel bei beiden ist aber auf demselben Level ungefähr. Doppelfehler. 15:30. Jetzt wäre mal der Moment gekommen, um sich mal einen Break zu holen. Auch der ist wieder zu lang. Nein. Das ist doch nicht zu fassen. Okay, wir gehen ein bisschen runter. Aktuell ist mir das... die Gegnerin macht so viele Fehler und war so gestresst. Und Sabine Lisicki spielt den Ball dauernd ins Aus und jetzt 4:2. Völlig unnötig, da jetzt so easy der Gegnerin ihr eigenes Aufschlagspiel zu schenken. Sehr schade. Ball einfach mal im Spiel halten. Ja, also die Siki, die hört auf mich. Tommy Haas war da immer viel rebellischer. Nee, genau andersrum. Also es ist ja Wahnsinn, dass sie den jetzt mit der Rückhand auf die Linie zimmert. Aber gut, sie hat ihren eigenen Kopf. Muss ja nicht auf ihren Trainer hören, nur weil man das so einstellt. Ist völlig okay. Dann der leichte Rückhandfehler, 30-0. Und wieder schöner Kickaufschlag. Toller Return. Der ist zu lang. Drei Spielbälle. Alles ein bisschen wild natürlich auf dem Niveau. Da ist selten was gut vorbereitet. Die Gegnerin ist uns taktisch definitiv überlegen. Den spielt sie gut. Angriffsball war nicht optimal, aber wir sind im Passierschlag nicht gut genug. Da hatten wir keinen Passierschein leider. Sehr gut, das war mal eine richtig gute Vorhand. Die werden wir in Zukunft häufiger sehen. Wir bleiben dran, 3:4. Ähnlich eng wie gegen die Holländerin Dijkman.
im Turnier davor. Ah, schade, da waren alle Möglichkeiten da, auch mal einen Lob zu spielen. Die Gegnerin stand sehr dicht am Netz. Wäre also viel Raum dahinter gewesen. Da wieder ein schön platzierter Aufschlag nach außen. Und mit Surf and Volley haben wir wirklich unsere Probleme. Also jetzt aktuell ist im Return-Spiel der Wurm drin. Das geht weg wie geschnittenes Brot für die Argentinierin. Jetzt bricht es aber völlig ein. Ich gehe mal hier ein bisschen zurück und versuche wieder, dass sie die Bälle mehr platziert. Aber nicht mit voller Wucht und schöner Rückhandwinner. Return-Winner. Jetzt ist sie richtig drin im Spiel, hat einen guten Lauf. In den Rallyes von den Werten her eigentlich gar nicht so stark eingeschätzt, aber wie gesagt, die Taktik ist wichtig. Sie weiß, wann sie welchen Ball spielen muss und jetzt einen Rückhandslice zum Beispiel. Das hat ihr das Teufelchen auf der Schulter eingeflüstert. Nicht immer auf die Rückhand spielen. Naja. Schade, da war aber mal ein längerer Ballwechsel, aber die Gegnerin holt sich den Punkt. Sabine Lisicki applaudiert. Drei Satzbälle. Sehr schön. Den ersten wehren wir ab. Rückhandfehler Nummer 7 bei Viktoria Gobbi. Und da haben wir auch den zweiten schon abgewehrt. Ordentlichen ersten Aufschlag, aber da hat die Gegnerin auch wenig draus gemacht. So, Stresslevel ist hoch. Sehr gut. Drei Satzbälle abgewehrt mit einer wirklich schönen Rückhand-Crosscourt. Da lächelt auch der Schläger wieder mehr. Super. Wieder mehr auf die Vorhand. Das ist die Schwäche. Spielball zum 4:5. Wir sind wieder besser drin. Vielleicht können wir im Return-Spiel gleich ja auch nochmal unseren Hut in den Ring werfen. So schaut's aus. Also 4:5. Jetzt muss die Gegnerin unter großem Stress erstmal ihr Aufschlag durchbringen. Wow. Fällt er noch rein? Yes! Bisschen glücklich, aber super Ding. Halb Lob, halb Passierball. Man weiß nicht, was es war. Nein. Das ist klar. Da kann man die Uhr nachstellen. Dieses Return-Spiel. Ganz, ganz wichtig, dass wir da mal dran drehen. Wir sind eigentlich nicht viel schlechter als die Gegnerin. Falls wir den ersten Satz jetzt verlieren, werden wir den zweiten dann mal ein bisschen schneller durchgehen. Wie beim Warmspielen, einfach schön. Schon in den Schläger gespielt, die Bewegung war da, da war der Lob noch nicht mal angesetzt bei Sabine Lisicki. Und der nächste lockere, einfache Fehler beim Return. 4:6 gegen Anna Viktoria Gobbi. Puh. Der Name ist mir einfach zu viel. 8 Punkte mehr gemacht, die Gegnerin. Wiederum die bessere Spielerin, ähnlich wie im ersten Spiel. Allerdings ist jetzt die Diskrepanz zwischen Winner und Unforced Errors nochmal größer, beziehungsweise nee, eigentlich stimmt das gar nicht. War im ersten Spiel auch schon so, aber auf dem Niveau ist es nun mal so, dass die unerzwungenen Fehler nochmal deutlich höher sind als die Anzahl der Winner.